Herzlichst willkommen zu einem neuen Stream. Es ist jetzt 6 Monate her, aber nach einem halben Jahr kann man ja auch mal wieder anfangen mit Streamen. Letzter Stream war Pokémon Legend Arceus, frisch rausgekommen damals. Mehr oder minder. So, frisch für mich. Ultra Hardcore, wo ich so hart verschissen habe, dass ich erstmal 6 Monate lang Pause machen musste mit Streamen, um mich mental so ein bisschen davon zu erholen. Und um das jetzt direkt weiterzuführen, machen wir einen neuen Nuzlocke-Run für Pokémon Smaragd im Digimon-Mod. Den habe ich vor 2 Monaten gefunden und dachte ich, wäre voll geil und wollte sofort einen Stream von machen und naja, es dauert halt bei mir, ne? Bei mir dauert alles ein bisschen länger. Zwinker, zwinker. Und dementsprechend, Nuzlocke für alle, die es nicht wissen, ich fange auf jeder Stage ein Pokémon, also jedem Bereich ein Pokémon. Wenn das stirbt, ist es tot für immer und ewig und ich muss es entlassen. Und in der Regel sterben bei mir sehr, sehr viele Leute, deswegen seid bereit für ein Blutbad. Und das ist leider nicht gelogen. Ich habe bisher nur einen Nuzlocke geschafft und das gerade so mit jeder Menge Überheblichkeit, weil ich immer noch geil fand. Egal. Natürlich haben wir hier den kleinen Twist mit drin, dass wir nicht Pokémon fangen, sondern Digimon. Was auch ganz schön gemacht ist. Ich habe das Spiel schon mal so ein bisschen gespielt gehabt. Es gibt an vielen Stellen so, es ist halt ein Mod. Ne. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe gesehen, dass die Arena-Leiter scheiße hart sind. Und es ist an sich ganz nice gemacht. Es gibt einige Stellen, wo ich sagen würde, gut, ich als Digimon-Fan würde das vielleicht anders machen. Und dann gibt es so einige Stellen, warte mal, ich sollte zum Beispiel den Chat mit reinholen, so, wunderbar. Gibt so einige Stellen, wo ich sage, die sind richtig cool gemacht. Zum Beispiel wurde sehr, sehr häufig halt auch Tamer mit Digimon-Spiel und Pokémon-Spiel. Für Digimon-Spiel nehme ich immer Hans, weil ich stolz auf meinen Namen bin, dass er ein Digimon-Protagonist-Namen ist. Aber für Pokémon-Spiel würde ich Sinu nehmen. Also, nehmen wir... Yes! Wir nehmen Hasi. Eine schöne Mischung von beiden. Das ist gut. Und damit kann Hasi loslegen. Sehr schön. Hasi it is. Ich hätte das erst noch groß schreiben sollen. Egal. Und, also es wurden halt, wichtig für euer Verständnis vom Spiel, es wurden Sachen bis Sonne und Mond eingeführt, wenn ich es richtig mitbekomme. Also 7. Generation ist typenmäßig und Pokémon-mäßig alles drin. Das gibt ein paar problematische Überlappungen an verschiedenen Stellen. Aber auch sowas wie Floripopa ist mit drin. Ja, als Digimon. Trust me, wenn ich es hinbekomme, das zu kriegen, wird es verdammt witzig. Zudem gibt es Typ Fee, was für sowas wie Angemon sehr, sehr viel Sinn macht. Solltet ihr keinen Plan haben, wovon ich rede, weil ihr euch mit Digimon nicht auskennt, schämt euch. Nein, Spaß. Dann ist das halt so. Und wir versuchen das halt alles irgendwie später zu klären. Ich sehe gerade, dass meine Bitrate auf 0,000% ist, aber mein Stream läuft flüssig. Ich hoffe, man hört mich. Sinnvoll. Wenn nicht, dann ist das ein Stream wie immer. Ey! Was ein bisschen fehlt, ist hier, Muntiamon wurde nicht rausgepatcht, was ein bisschen schade ist. Das heißt, alle sich bewegenden Pokémon sind weiterhin Pokémon und alle Digimon sind halt dann nur beim Auftauchen drin. Wie spät haben wir es eigentlich? 17.30 Uhr. Ich glaube, das macht absolut keinen Unterschied, weil die zeitbasierten Sachen eh nicht triggern, aber hey, komm, was soll's. Ich bin auch der Typ, der 3 Uhr nachts an roten Ampeln stehen bleibt. Also kann man auch mal die Zeit richtig einstellen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich am Morgen oder am Abend eingestellt habe. Aber hey, was soll's. Guck mal, da war zum Beispiel so ein Digimon mit drin. Das ist wirklich sehr nice gemacht. Wie gesagt, das ist ein Mod. Das heißt, es gibt an verschiedenen Stellen auch immer mal so ein paar Probleme, die halt einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Es kann ab und zu mal wieder abstürzen, was sehr, sehr nervig werden könnte. Was für mich sehr nervig war, was der Grund war, warum ich aufgehört habe, den Mod persönlich zu spielen. Weil ich so häufig mich zum 3. Orden zurückgesetzt habe und dann teilweise schon beim 5. war, dass ich einfach keinen Bock hatte, es nochmal bis dahin durchzuspielen. Zumindest nicht mit Extra Challenge. Und Extra Challenge haben wir jetzt hier. Muss ich erst hoch oder erst runter? Ich habe keine Ahnung. Du darfst nicht rausgehen. Böse Digimon. Okay, ich glaube, ich muss erst runter. Dankeschön, kleines Kind. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie hilfreich Kinder sind. Vor allem, weil es mich nachher in das hohe Gras reinschickt. So, hey, wunderbar. Übersteuere ich eigentlich? Ich glaube, nur so ein kleines bisschen. Das ist okay. Ein bisschen übersteuern ist in Ordnung. Ich meine, wenn man zum Beispiel so ein bisschen kreuzen möchte beim Segeln, ist Übersteuern auch immer ganz wichtig. Also nicht zu weit, weil dann fährst du wieder zurück. Aber wenn du dann wieder übersteuerst, fährst du wieder auf normalen Kurs.
Also übersteuern ist in Ordnung, solange du so hart übersteuerst, dass du wieder bei einmal 0 drüber bist und dann wieder weitergehst. Gut zu wissen. So, es wurde wie gesagt an den Models außerhalb des Kampfes nicht viel bis gar nichts geändert. Ich fand den Mod ganz cool, weil es halt wirklich ein paar coole Überlegungen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich es richtig mitbekommen habe, also ich bin bisher nur bis Champion Level gegangen, das ist die dritte Entwicklung, aber das war halt noch nicht die Endentwicklung. Das heißt, das zeigt schon mal, dass es halt auch sowas, wir haben noch keinen Pokédex. Your back can be open. Genau, wir haben noch keinen Pokédex. Okay. Geh doch mal dahin und rette den Typen. Das wollte ich vorhin schon machen. Du wolltest mich ja nicht rauslassen, weil Schreie von Hilf mir leider nicht anerkannt werden von kleinen Kindern. Das ist okay. Genau, das heißt, dass auch die Start-Digimon halt immer mehrere Entwicklungen haben. Ich habe damals mit Pukamon gestartet und es halt. Aber ich brauche jetzt kein Bukake ausnahmsweise mal. Das wäre übrigens am einfachsten, weil wir wissen, dass es ein Wasser-Digimon, oder wir wissen es nicht, ich sage es euch, es ist ein Wasser-Digimon. Erster Orden, wie wir wissen, oder auch nicht, ist ein Steinorden. Das ist übrigens geblieben, mit scheiße harten Gegnern. Das heißt, Koromon wäre am dümmsten und Hanemon würde noch gehen. Das heißt, wir nehmen Koromon, weil ich einfach so gut bin in Nuzlocke. Außerdem bin ich ja noch nicht unbedingt, dass es ein langes Projekt wird. Man muss ja eh erstmal wieder reinkommen beim Stream. Und wenn ich da beim ersten Session schnell sterbe, ist das absolut okay. So, apropos, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, es gibt so einzelne, übrigens Bubble Blow ist natürlich Typ normal. An solche Dinge muss man sich irgendwann einfach mal gewöhnen. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, beim Angriff runter gab es Animationen, die für Angriff steigen stehen würde. Ich bin mir nicht sicher, wie hart der Mod das verkackt hat. Ich habe beides schon beobachtet, dass da stand, Angriff ist gesunken und Angriff ist gestiegen. Und das Gegenteil auch schon. Also alle möglichen Optionen dieser Kombination habe ich schon beobachtet. Deswegen keine Ahnung, was da wirklich passiert. Weswegen ich statusverändernde Moves einfach nicht benutzen werde. So, bevor ich meine Gegner unglaublich stark mache. Wir haben schon ein paar Mal mit, also ich wurde schon ein paar Mal mit hier Sandwirbel effektiv beworfen und dann hieß es dann, oh guck mal, jeder meine Angriffe trifft, was für ein Zufall. Übrigens wichtig beim Nuzlocke natürlich seine Digimon zu benennen, und ich meine, wir sind uns glaube ich alle relativ einig, ich spiele ja momentan auch Digimon Survive im Hintergrund und bei jedem einzelnen Digimon-Spiel ist Agumon einfach da, weil es ja 0815 Protagonist ist. Und ich glaube, ich habe nicht genügend Plätze dafür. Das ist ein bisschen schade, es ist 0815 Brot. Das ist okay. Ey. Wieso? Okay. Funktioniert. Alles klar, ich wollte das Spiel erst nicht nehmen, das 0815 Brot. Das ist übrigens, ach ja, ich möchte dein Kind treffen. Das ist übrigens auch so ein Vater, der sein Kind wirklich unbedingt verkuppeln möchte. Oh, 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 du bist neu in der Stadt. Meine Tochter, die mag auch Digimon oder Pokémon damals. Komm, bitte, bitte, du musst sie treffen. Vertrau mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten wüsste ich, was ich als Vater machen soll. Wie soll denn meine weibliche Tochter ohne männlichen Jungen überleben? Das geht ja gar nicht. So. Ich fände es übrigens schon mal sehr cool, wenn wir Metall-Koromon bekommen würden, weil ich nicht weiß, wie er sich weiterentwickelt und ich den Typen ganz cool finde. So ein Team aus Koromons wäre ganz geil. Zudem habe ich gerade ein einzelnes von den Buchstaben nicht verbraucht. Das heißt, theoretisch könnten wir actually... Oi! Das Knall bekommen im Stream! Übrigens, ich finde es sehr... Also, wir könnten Metall nur auf 15 Pro draus machen. Schön, dass du da bist. Da einmal darfst du raten, warum ich gerade streame. Also einerseits, weil ich sehr viel Bock hatte und endlich die stressigen Monate bei mir nicht durch sind, aber kurz pausieren und ich Zeit habe zum Stream und ich habe vor 2-3 Tagen deine Kommentar auf YouTube gelesen und dachte mir, das klingt doch wie eine Einladung mal wieder zu streamen und da bin ich wieder hier. Ich habe dann mal nachgeschaut, der letzte Stream war halt wohl irgendwann im Mai, also vor 6 Monaten, das wäre März gewesen. Vor längerer Zeit, als ich rechnen möchte. Und ich finde es sehr gut, dass der nur meine Verteidigung verringern kann. Alles andere wäre sehr, sehr ungünstig. Warum ich nicht mehr gestreamt habe, hattest du gefragt. Und ich würde auch gerne ein paar sinnvolle Dinge erzählen, während wir hier hoffentlich nicht ganz sinnlos durch die weite Welten der Nicht-Digi-Welt laufen. War da drüben noch ein Item? Ich glaube nicht. Aber wir holen uns ganz kurz bei dem Typen noch den Trank ab. Warum habe ich nicht mehr gestreamt? Einerseits natürlich, ich wurde hart zerstört bei Pokémon Legend Arceus, das musste ich erstmal sitzen lassen.
Viel schlimmer war allerdings, ich hatte ja schon davor eine ganze Weile YouTube und Twitch und so weiter ein bisschen schweifen lassen. Was mehr oder minder auch einfach daran lag, dass ich halt sehr, sehr viel zu tun hatte. Einerseits eine Freundin, who hat man zu tun, das sehen, denke ich, alle ein. Zweiterseits war halt auch einfach Uni und Doktorarbeit und so weiter halt scheiße anstrengend. Und ich kam eigentlich nur noch nach Hause und wollte halt, naja, 2, 3 Videos gucken und dann ins Bett gehen und schlafen. Wenn ich mal irgendwie Zeit für irgendwas hatte. Warum hat Koromon so unglaublich wenig Angriff? Das ist nicht gut und wir werden hart zusammengeschlagen werden von Mai. Wir sollten vielleicht vorher ein bisschen trainieren. Nuzlocke ging übrigens noch nicht los, weil wir noch keine Pokebälle haben. Ah, das scheint tatsächlich meine Genauigkeit zu senken. Ich würde mal ganz kurz hier ein bisschen Spaß haben wollen, weil ansonsten dieser Kampf auch einfach nicht vorbeigehen wird. Dankeschön. Genau. Wieso habe ich dann weiterhin nicht aufgenommen? Also dann kam ich irgendwann wieder zu, ein bisschen aufzunehmen, hatte Pokémon Legends Arceus gestreamt. Das dann fast jeden Tag oder sehr, sehr regelmäßig, weil ich dachte, boah, jetzt hast du Bock, das musst du machen. Und ich habe so viel gestreamt, dass ich selber mich ein bisschen sehr hart ausgelaugt hatte. Und ich, wenn ich immer dann gestreamt habe, wenn ich Zeit hatte, hatte ich ja keine Zeit, mich zu erholen von Alltag. Und das war so anstrengend, dass ich halt erstmal mir dachte, boah, wie wär's mit Depression? Und das war dann wieder ein bisschen zu viel. Und deswegen hatte ich wieder aufgehört. Du hast ein Weibchen gefunden. Ich habe eine weibliche Person gefunden, die mich mag. Das ist in der Tat sehr anstrengend gewesen. Sehr jahrelang. Da hatten wir auch bei Pokémon Legends Arceus schon drüber geredet. Warst du vielleicht nicht mit dabei? Aber Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, diese Person gefunden zu haben. Und ich freue mich wirklich sehr, sie gefunden zu haben. Das fasst es, glaube ich, im Großen und Ganzen sehr gut zusammen. Und es ist jetzt schon... Nächsten Monat sind wir auch ein Jahr zusammen. Also das ist schon mal... Läuft ganz gut. So, nichtsdestotrotz, das ist nicht Hauptthema dieses Streams. Ist nur so teilweise random mit dabei. Das Botamon, das müssten wir versuchen zu kriegen, weil Botamon ist effektiv Abra. Ich weiß, es ist verwirrend für alle, die Digimon kennen, weil Botamon sollte sich zu Koromon weiter... Ach ja, der kann ja Teleport, ist ja Abra. Sollte sich zu dem weiterentwickeln, den ich gerade hier als Haupt-Digimon habe. Aber, naja, manche Dinge funktionieren halt nicht so, wie sie funktionieren sollten. So, wie gesagt, es hat natürlich relativ viel zu tun, mich viel abgelenkt und so weiter und so fort. Danach alles sehr anstrengend, mal wieder streamen. Dann halt mich erstmal weiterhin auf eine halt Partnerschaft bilden, fokussiert. Und dann halt gemerkt, okay, gut, mir fehlt halt Stream, Aufnehmen und so weiter doch wirklich hart. Und ich würde es ganz gerne wieder irgendwie in mein Leben reinbringen. Da habe ich, wie ihr vielleicht gemerkt habt, vor ein paar Wochen, Monat wieder angefangen, auf YouTube Videos hochzuladen. Das waren noch keine neuen Aufnahmen, das waren einfach alte Streams, die damals einfach sowas von vergessen wurden, dass es halt fast schon peinlich war. Ich finde übrigens unsere Werte sehr, sehr toll. Es ist beinahe Definition eines Allrounders. Und der Regel ist ein Allrounder einfach nur, wo sind meine Werte da? Einfach nur Kacke. Ich habe ein bisschen mehr Verteidigung. Bukamon hatte jetzt schon Verteidigung von 20. Irgendwie ist Koromon einfach Kacke. Aber naja, gut, was soll's. Wo ist stehen geblieben? Genau, schon wieder angefangen, ein paar Videos hochzuladen, noch irgendwas Vergessenes, um es nachzuholen. Und mein Plan war dann so langsam wieder mit Aufnahmen zu beginnen und so langsam wieder auch mit Streams. Und Streams ist halt heute dran. Weswegen, weil ich halt... wenn du LFB hättest, wäre cool und besorgniserregend. Das wäre sehr besorgniserregend, deswegen ich sehr froh bin, dass das noch nicht der Fall ist. Aber der da drüben, das war ein Critical Hit. Oh, fucking hell, das wird ein langer Kampf. Oder ein sehr, sehr schneller, wenn der weiter seinen Schwanz an mich wedelt. Das ist ja nicht geil. Sehr nicht geil. Das ist voll homo. Das scheint ihm zu gefallen. Und Koromon auch, weil es wehrt sich nicht. Was absolut okay ist, aber vielleicht nicht, wenn man um Leben und Tod kämpft. Goddammit. Aber solange der nur Tailwhip macht, ist es auch noch halbwegs okay. Am Anfang ist die KI noch ein bisschen sehr Player-Favorite, was sehr cool ist. Das wird sich später definitiv ändern. Das kann ich ja schon mal nicht sterben. Haha! Wird sich später noch ändern, deswegen. Keine Sorge. Nice. Dass ich gereicht, wäre ich tot gewesen. Easy fucking peasy. 8 HP. Naja, sind fast 11, I guess. Und, dann habe ich ein bisschen angefangen, Digimon Survive aufzunehmen.
Das hatte ich ja schon vor 4 oder 6 Jahren gesagt, so hier, Alter, das kneift, das ist wie Fire Emblem, das wird voll geil. Und dann kam Covid und dann wurde es verschoben und dann wurde es verschoben und dann wurde es verschoben. Und 4 oder 5 Jahre später, nachdem es angekündigt wurde, kam es dann endlich raus. Und dann heißt es mir gekauft und ein paar Monate gewartet und dann angefangen aufzunehmen. Weil ganz ehrlich, was wäre ich, also wer wäre ich denn nicht mehr ich, wenn ich irgendein Spiel, was frisch rauskommt, auch am Tag des Releases oder innerhalb des nächsten Jahres spielen würde. Ich habe mir auch Elden Ring gekauft am Tag des Releases, um es sofort zu streamen. Ich habe 1 Minute Spielzeit in diesem Spiel, weil ich kurz gestartet hatte und mir dann dachte, ich gehe in den Garten. Und keinen Bock hatte zu streamen an dem Tag. Und das ist meine komplette Elden Ring Geschichte. Das, worauf ich nicht stolz bin. Aber ich habe so das Problem, wenn ich zu viele Optionen habe, mache ich gar nichts. Und die Option war, boah, ich könnte jetzt Elden Ring spielen. Oder ich muss Dark Souls 3 weitermachen, weil da bin ich noch nicht durch. Und dann so, wie wäre es, wenn ich einfach gar nichts von beiden mache und bin gegangen. Du streamen Elden Ring? Ah! Noch nicht. Erst muss Dark Souls 3 durch. Und dann Elden Ring. Das, wo ich mir Dark Souls 3 spielen. Was noch gemacht wird. Eigentlich wollte ich heute Monster Hunter spielen. Aber meine Switch meinte, ey, wie wär's mit einem Update? Und seitdem updatet es seit einer Stunde. So, hey, nice. Toll. Yes, sie hat mir meine Bälle hingereicht. Endlich habe ich ein paar Bälle. Damit beginnt der Nuzlocke. Wichtig, wichtig. Ab jetzt können wir sterben. Oh no, ich habe Angst. Wir haben noch nicht wirklich Koromon trainiert. Aber mal sehen, was wir als erstes bekommen. Das würde jetzt mal ein bisschen spannend. Wunderbar. Genau, nevertheless, Elden Ring kommt auf jeden Fall noch irgendwann. Warte, Hasi! Schon ein bisschen komisch, wenn meine Mutter mich Hasi nennt. Das ist irgendwie nicht richtig, vor allem wenn der Vater dauerhaft nicht zu Hause ist. Und sie die Eiche im Dorf noch nicht kennt. Das ist alles noch die Birke im Dorf in dem Fall. Das ist alles noch nicht so toll. Aber danke für die Schuhe. Yes, yes, Honey. Hasi, Honey, fast dasselbe. Ich hau mal so schnell, wie es geht, ab. Okay, komm schon. Ich kenne zwar noch nicht alle von diesen Digimon, die kommen könnten, aber ist es was Cooles? Ah, ein M0815 Brot. Sehr nice. Ich habe eine Vermutung, zu was das werden könnte. Das wäre eine große Bombe, die nur Explosion kann. Oh nee, kann es sein, dass der Typ ihn nur... Oh ne, er kann auch Tackle. Wunderbar. Ich dachte, er hätte nur Metall Sound. Das wäre ein bisschen ungünstig gewesen. Aber naja, gut. Warum hatte sie seine Bälle? Müssen wir reden? Ne, ich meine, wir waren ja da bei einem Professor. Professoren sind ja unter anderem auch bekannt als Doktoren ab und zu. Also nicht in meinem Fall dann, aber hey, grundsätzlich. Und da kann man auch mal Bälle aboperiert bekommen. Vielleicht war ich auch vorher eine Frau. Wisst ihr ja nicht. Jetzt habe ich endlich meine Bälle bekommen. Das ist doch schön. Und jetzt nehmen wir diese Bälle wieder ab und werfen sie auf andere Wesen. Es gibt Punkte, an denen diese Analogie einfach nicht mehr funktioniert. Aber es ist erstmal egal, solange der im Ball bleibt. Nice. Ihm gefällt die Analogie. Das ist gut. Vor allem möchte er unbedingt M0815 Brot genannt werden, glaube ich. Der hat da so einen inneren Drang, umbenannt zu werden. Baby Flame! Das heißt, wir entwickeln uns jetzt schon zu Agumon? Das wäre verdammt schnell. Aber normalerweise entwickelt man sich immer zu dem, wenn man die Fähigkeit bekommt in diesem Spiel. It runs on a simple light-seeking program, when feeling cheerful, it discharges sparks from the tip of its tail. Das heißt, ein bisschen Kurzschluss. Wobei ich fand, es ist konsequent, dass wir jetzt nur M0815 den nennen, wenn wir uns jetzt schon für Koromon für 0815 Brot entschieden haben. Außerdem, wenn Koromon stirbt, haben wir dann immer noch einen Protagonisten. Das ist auch mal gut. Deswegen habe ich es angekündigt. Da kann man dann das, wäre feige jetzt darauf zurückzugehen. Davon abzuweichen. Danke hören. Deutsch ist immer eine Sache. Kekkebrot ist ein schönes Brot. Das auf jeden Fall. Wie soll ich jetzt eigentlich dieses Level 2er Digimon trainieren? Ich glaube, das ist so. Wir hätten Chibimon kriegen können. Ah, schade. Hätten wir einmal Chibo feiern können. Egal, wir haben eine kleine Babyflame. Brenne, mein Freund. Brenne. Yes. So will ich das sehen. Wunderbar.